Das ist ja auch so, dass der letzte Abendsbericht, der hier vorgelegt wurde, vor einigen Wochen, ja nochmal von der Bundesregierung praktisch korrigiert wurde, geschönt wurde. Ja. Und man hört, also bei diesen Sachen hört man ja auch nichts inwieweit Flüchtlinge, Migranten und andere eigentlich, welchen Stellenwert die denn in dieser Einschätzung haben. Offensichtlich wird das nicht beachtet und gar nicht untersucht. Obwohl es gibt natürlich auch dann entgegengesetzte Sachen, wie das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was eben oder Sozialgerichtes, das also jetzt für Migranten und Flüchtlinge sagt, dass sie also einen anderen Regelsatz. Und da wollte ich jetzt nochmal dazu kommen, also was jetzt die Roma anbetrifft. Ich entsinne mich vor einigen Jahren, Sommerzeit, weiß ich, vor 5, 6 Jahren, gab es ja hier große Aufregungen, weil eben Roma aus Südeuropa hier nach Berlin kamen. Und es gab also sogar eine richtige Welle in der Presse, die gehören hier nicht her. Und also es wurde dann praktisch den Ordnungskräften zugespielt, dass sie das Problem lösen sollten. Ja? Da hatten wir auch als VVN dagegen protestiert und gerade eben nochmal verwiesen darauf, dass das doch eine Kontinuität hat. In der Zwischenzeit ist es ja so, dass, weiß ich, vor 1, 2 Jahren ja die Freizügigkeit erst richtig erlaubt wurde, also dass eben Menschen aus Bulgarien, Rumänien auch gewissermaßen hierher kommen können, in andere Länder sich ein Zuhause, einen Arbeitsplatz und so weiter suchen können. Und jetzt gibt es ja doch einen anderen Versuch, also andere Maßnahmen, um dieses Problem zu lösen, weil es eben ja praktisch eine andere Situation ist. Und es gibt also den ja, Schulen, sich um die Kinder zu kümmern, den Schulen eben Schulplätze anzubieten. Es gibt Projekte, dass also Leute nicht in Heim oder in weiß ich, Neukölln oder anderswo Wohnungen bekommen und sich dort etablieren. Was sehen Sie nicht, dass es da auch bestimmte Entwicklungen gibt in der Gesellschaft, dass es Diskussionen gibt, die also jetzt dazu führen, diese Sache auch anders zu sehen? Und also das würde mich mal interessieren, was hat sich eigentlich verändert jetzt für die Situation der Roma, die jetzt hier gekommen sind? Und weil einerseits hat es als zuständig, die 90 Roma werden abgeschoben. Ja. Gut, da kann man dann wieder sagen, das ist praktisch gesetzestreu, weil die gehören ja nicht zur EU da. Ja. Aber und andererseits gibt es eben ja, Bemühungen, man liest das also auch mehr in der Zeitung, wie versucht man mit den durch eine Zuwanderung entstehenden Problemen umzugehen. Ja? Und das finde ich erstmal, ist eine andere Diktion, als dass man sagt, wie lösen wir das und auf die schnellste Art und Weise, um die Leute wieder rauszubekommen. Mich würde einmal interessieren, gibt es dort Entwicklungen, die ich aus Zeitungen und Ähnliches verfolge, wie würden Sie das einschätzen? Ja, tut sich da was in der Gesellschaft? Also, ich denke, dass ich schon vorher darauf hingewiesen habe, also schon, dass diese Parallelen und Kontinuitäten immer noch stattfinden und dass Roma sehr marginalisiert werden und ausgeschlossen werden und immer noch verfolgt werden und ermordet werden. Und abgesehen von der Situation, was sich meiner Meinung nach verändert hat, ist, dass wir jetzt mehr Möglichkeiten haben, durch das Internet, durch Facebook und durch Twitter mehr an mehr Informationen zu bekommen. Und wir können derzeit im Internet ja, sogar live dabei zugucken, wie Pogrome geschehen.
Und dann ist die Frage, wie geht die Gesellschaft damit um und wie gehen in diesem Fall Roma damit um? Und ich finde es total wichtig, dass Roma auch sozusagen ihren Protest und ihre Meinungen und ihre Perspektiven unbedingt auch mit in den Mainstream, sozusagen in den Medien und so weiter auch einfließen lassen sollen, weil das Problem ist, dass nämlich die meiste Zeit über Roma gesprochen wird, aber dann sind keine Roma dabei oder sie sprechen nicht aus ihrer Perspektive. Und ja, ich sehe auf jeden Fall das positiv, dass es diese Internetzugänge gibt. Und das finde ich auch gut, dass sich dann Roma untereinander auch vernetzen können, rauskommen können aus ihrer Isolation und auch von ihren sozialen Kämpfen, die sie auf der ganzen Welt machen, davon berichten können und wir uns auch gegenseitig unterstützen können. Ich finde es auch unbedingt notwendig, dass auch Nicht-Roma also sich sozusagen damit auseinandersetzen und auch mit der nationalsozialistischen Geschichte auch auseinandersetzen, weil nämlich wir in der Gegenwart auch erkennen können, dass der Roma-Holocaust immer noch nicht anerkannt ist. Und es gibt auch eine Studie, die vor kurzem gemacht worden ist, also letztes Jahr, wo herausgefunden worden ist, dass einer von fünf Jugendlichen gar nichts weiß über Auschwitz. Das heißt, dass 21% von den 18 bis 30 Jahren alten Menschen nicht wissen, wofür Auschwitz steht. Und das finde ich auf jeden Fall sehr hinderlich, um eine menschlich gerechte Gesellschaft zu schaffen und auch Roma ihre Menschenrechte zu geben und auch zu gewähren und nicht gegen sie zu hetzen und nur weil sie Roma sind, sie immer auf diese Art und Weise zu repräsentieren in den Medien, in den, mit diesen ganzen Klischees und nicht darauf geachtet wird, auch dass kritische Perspektiven von Roma selber auch in die Öffentlichkeit gelangen. Dass zum Beispiel auch eine Romni-Aktivistin wie Marika Schmid, sie kommt aus Österreich und sie ist bildende Künstlerin und Filmemacherin und sie setzt sich mit der NS-Zeit und mit der gegenwärtigen Situation auseinander. Ihre Familie ist auch ermordet worden in Konzentrationslagern und ich finde es sehr wichtig, dass wir genau diese Menschen nicht ignorieren, dass wir sie auch die Möglichkeit geben, dass sie eine Plattform bekommen und auch ihre Meinung und ihre Arbeit zu repräsentieren. Und deswegen wollte ich auch gerne sozusagen ein Statement von Marika Schmid vorlesen, was ihre Arbeit beabsichtigen soll und was ihr Ziel ihrer Arbeit ist. Leider ist es wieder auf Englisch, aber ich werde es dann auf Deutsch frei übersetzen. As Amnesty International continually reports, the Roma people are located in between borders in bureaucratic, social and political no man's lands, where they are persecuted, often homeless, and without education or political protection. My project aims to expose the racist undercurrents that perpetuate this situation and continue to create divisions between non-Roma and Roma, because most Roma have no access to any platforms of representation. My work as a Roma artist offers an important and largely unheard voice regarding the question of what it means to live in the EU today. By mirroring these widespread but generally unacknowledged forms of racism and also highlighting the marginalized history of the persecution of Roma, I want to create possibilities for constructive dialogues about improving the situation for Roma in Europe today. Also auf Deutsch heißt es, dass die Amnesty International Report
Worte über die Lage und Situation von den Roma, von der Verfolgung und auch von der Obdachlosigkeit und auch ohne eine politische, sozusagen, dass sie politisch geschützt sind, davon berichten. Und ihr Projekt soll von diesen alltäglichen rassistischen Verfolgungen, von der Situation aufmerksam machen und auch so wie sozusagen eine Brücke zwischen Nicht-Roma und Roma schaffen. Weil leider ist es heute immer noch so, dass Roma keinen Zugang haben zu irgendeiner Plattform, um sich selber zu repräsentieren. Und ihre Arbeit soll es sozusagen anbieten, dass es sehr wichtig ist, dass die Stimme, die sonst nie gehört wird, auch sozusagen wahrgenommen wird und die Fragen, was bedeutet es für Roma heutzutage in der EU zu leben, dass sie versucht damit sozusagen über die Situation aufzuklären oder auch diese marginalisierte Geschichte von den Roma zu zeigen, damit auch konstruktive Dialoge entstehen können und die Lage und Situation von den Roma sich auch verbessern werden kann.